René, 1:1 im Testspiel hier in der Britta Arena gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, ich denke mal positiv. Ne? Wir haben uns wacker geschlagen. Ich glaube, erste Halbzeit sind wir, ich glaube, auch verdient 1:0 in Führung gegangen. Wir haben gut dagegen gehalten. Wir wussten, dass es schwer wird. Die hatten einen Lauf, sie sind Erster, sie sind nicht umsonst da oben in der zweiten Liga. Und ja, wir haben das gut gemacht. Und ja, uns dann mit dem 1:1 ja, am Ende ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir hatten noch ein paar Chancen. Ich muss noch einen machen vielleicht, dann geht das vielleicht 2:0 schon aus. Und ja. Aber wenn wir dich schon ansprechen, erstmal Glückwunsch zum Geburtstag und an dem Ehrentag auch noch das Tor gegen das SVW-Tor gegen Köln zu erzielen, ist jetzt erstmal nicht ganz so schlecht. Ja, es hört sich gut an auf jeden Fall. Mich ärgert das aber, dass wir nur 1:1 gespielt haben, weil wir, glaube ich, schon die Möglichkeiten hatten, heute zu gewinnen. Und ja, das ärgert mich so ein bisschen, aber trotz alledem bin ich guter Dinge, dass wir jetzt für die Liga das gut mitnehmen können und eine Wende schaffen. Du sprichst die Wende an. Was kann man aus solchen sagen wir mal, positiven Spielerlebnissen mitnehmen? Ja, ich denke mal alles. Ne? Besonders das Tor müssen wir mitnehmen. Die Chancen, die wir rausgespielt haben, die wir vielleicht noch machen müssen. Hinten standen wir kompakter als in den letzten Spielen. Das müssen wir auch mitnehmen. Und ja, das Positive alles mitnehmen. Jetzt für den Pokal erstmal rüsten. Es wird auch ganz schwer, sage ich. Und ja, dann gucken wir weiter. Dankeschön. Kein Problem.